Nun eine Anwendung im Bereich des Hörzeichens. Die Hörzeichen werden oft so falsch gegeben und dann, wenn es drauf ankommt, in der Prüfung noch falscher. Weil man dann will, dass er es macht und dann sagt man nur, Bob, und Druck dabei und Drohung und alles Mögliche. Also das liest der Hund alles aus unserer Phonetik. Und das ist ein völliges Missverständnis zwischen dem, was eigentlich passieren sollte. Nehmen wir uns hier den Bogenschützen zum Vorbild. Er erfasst das Ziel mal grob. Wenn da das Ziel ist, dann wird er nicht da hinüber zielen. Grob. Dann spannt er den Bogen, das ist der eigentliche Kraftaufbau. Dann wird das Ziel fokussiert und dann kommt die Atmung dazu. Einatmen, dann kommt die mentale Fokussierung. Es ist jetzt sehr wichtig, dass ich daran glaube, dass mein Pfeil auch richtig fliegt. Mentale Fokussierung und Atem anhalten. Und was passiert dann? Nicht Atem anhalten, sondern ausatmen. Im strömenden Ausatmen passiert das Loslassen. Nicht mehr. Loslassen. Und wisst ihr, was wir oft versuchen mit dem Hörzeichen? Wir wollen dem Bogen nochmal, dem Pfeil nochmal einen richtigen, ordentlichen Schubs verleihen mit der Hand und verfehlen das Ziel. Also, das zeigt uns sehr deutlich, wie man eigentlich ein Hörzeichen vermitteln sollte. Hörzeichenvermittlung, Hörzeichen mental bilden. Was will ich überhaupt? Soll jetzt Sitz oder Platz machen? Ist euch noch nie passiert, dass ihr das falsche Hörzeichen gesagt habt und der Hund hat es richtig gemacht, ihr habt gedacht, Platz. Und der macht es aber richtig. Mensch, hat er auch gut gelernt, nicht? Fällt einem dann auf. Ja? Aber seht, es ist auch schon wichtig, dass man weiß, was man eigentlich will, ne? Bevor man was tut. Kommunikation aufbauen. Ohne Verbindung passiert ja gar nichts, wissen wir. Einatmung und Spannung aufbauen. Das ist ein zartes Einatmen. Das wäre natürlich zu viel. Wird dann auch natürlich vom Richter abgezogen, sinnvollerweise. Spannung halten, Platz, ja, bisschen den Atem anhalten, bisschen warten, Spannung, alles ist hier drin, wenn auch in Miniatur, ist da enthalten, so nach dem Vorbild des Bogenschützen. Und dann das Hörzeichen, wie ich es jetzt eben gemacht habe, Platz, die Kraft, wie es vorher da gewesen, ich sage nicht Platz, ja. Platz, Fuß einladen und so weiter, hohe Stimmlage, wissen wir, wirkt. Hier sehen wir eine Aufnahme aus 98. Das ist eine Studie, diese Aufnahme. Ein Glückstreffer. Seht ihr diese Kommunikation? Synton, der hat verstanden, was ich zu ihm sagte. Ohrenspitz, Fang offen, entspannt, Poten auseinandergeworfen, Spielsignal. Temperamentvoll, lustvoll motiviert, durchlässig, würden die Reiter sagen. Regeltreu, weiß, was Platz ist. Und schnell. Und hier eine Aufnahme, auch ein Hörzeichen. Herankommen, da spritzt hinten das Gras raus, 2 Meter hoch. Und keine Frage, der Hund kommt gern. Und auch hier wieder das Freigeben der aufgebauten Kraft. 2008, der Hund heißt auch bezeichnenderweise Fanfan.